Als ich zum ersten Mal hier in Downing Street vor der Nummer 10 stand im Mai 2010, habe ich gesagt, dass wir schwierige Entscheidungen treffen müssen, damit wir besser in eine gemeinsame Zukunft gehen konnten. Ich hatte gesagt, die Reise wird nicht leicht sein und natürlich haben wir auch nicht immer die richtigen Entscheidungen gefällt. Aber heute, glaube ich, ist unser Land sehr viel stärker. Es ging darum, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. 2,5 Millionen Menschen haben mehr Arbeit gefunden. Das Defizit ist um 2/3 gekürzt. Es sind viele neue Unternehmen entstanden und unsere Volkswirtschaft steht heute messbar stärker da. Politiker reden gerne über die Politik, aber letztlich geht es um das Leben der Menschen. Ich denke an Menschen, die eine Arbeitsstelle suchen, an Unternehmen, die heute prosperieren und den Menschen Arbeit bieten. Ich denke an die hart arbeitenden Familien, die jetzt bessere Löhne bekommen und weniger Steuer zahlen müssen aufgrund unserer Politik. Und ich denke an Kindern, die inzwischen adoptiert wurden von liebenden Eltern. Ich denke an die Eltern, die jetzt in der Lage sind, ihre Kinder auf gute Schulen zu schicken, die kostenlos sind, die es vorher nicht gab. Ich denke an mehr als 200.000 junge Menschen, die im Freiwilligendienst tätig sind. Ein Jugendprogramm, das es vor 6 Jahren noch nicht gegeben hat. Ich denke an die Paare, die eine Ehe eingehen konnten, eine gleichgeschlechtliche. Und ich denke an die Menschen in anderen Teilen der Welt, die kein sauberes Trinkwasser hätten, die nicht in die Schule gehen könnten, wenn wir nicht unsere Entwicklungshilfe auf dem Niveau aufrechterhalten hätten. Und wir haben auch mehr in unseren Gesundheitsdienst investiert. 18.000 Menschen warteten teilweise ein Jahr auf eine Operation, als ich mein Amt antrat. Heute sind es immer noch 800, es sind immer noch zu viel. Aber das nationale Gesundheitswesen ist wirklich ein System, das gestärkt wurde. Wir haben auch die Verteidigung gestärkt mit U-Booten, Fregatten, Flugzeugträger, um unser Land in einer gefährlichen Welt zu sichern. Das sind die Entscheidungen, das sind die Änderungen, die wir herbeigeführt haben. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich persönlich in diesen Jahren unterstützt haben. Alle meine Mitarbeiter hier. Ich danke den Beamten, die unparteiisch sind und wirklich professionell arbeiten. Das macht die Stärke unseres Landes aus. Und ich denke auch an meine Berater, die von Anfang an vor 11 Jahren, als ich den Partei Vorsitz übernommen habe, an meiner Seite standen. Ich darf meinen beiden Kindern danken, die in den letzten 6 Jahren hier in Downing Street gelebt haben. Florence hat zum Beispiel auch gesagt, sie will in eine dieser großen Kästen, damit sie mit mir auf eine Auslandsreise gehen kann. Ich darf Samantha danken, die Liebe meines Lebens. Sie war eine tolle Frau, Mutter und Geschäftsfrau. Und sie hat alles getan, was das Beste unseres Landes auch ausmacht. Wir werden jetzt gleich zum Buckingham Palace fahren und ich werde die Königin um Entlassung bitten und werde sie bitten, Theresa May zu beauftragen, eine neue Regierung zu bilden. Und ich freue mich, dass zum zweiten Mal in der Geschichte Großbritanniens wir eine neue Premierministerin haben werden und eine Konservative. Ich denke, Theresa wird eine starke Führungsrolle spielen und unser Wahlprogramm umsetzen. Und ich wünsche ihr alles Gute, wenn es darum geht, die bestmöglichen Konditionen für den Austritt Großbritanniens aus der EU auszuhandeln. Der Geist des Dienstes, das ist eine der bemerkenswerten Qualitäten dieses Landes. Und ich habe das tagtäglich erlebt bei unseren Streitkräften, bei unseren Nachrichtendiensten, bei unserer Polizei. Ich wusste das immer, aber als Premierminister sieht man das auch so direkt, dass man also völlig begeistert ist. Und diese Schreiben an Familie, die ihre Angehörigen verloren haben, hat uns auch
auch daran erinnert, was diese Männer und Frauen für uns hergeben, um unsere Freiheit und unsere Lebensweise zu verteidigen. Das sollten wir niemals vergessen. Und diesen gleichen Dienst des Geistes habe ich auch bei vielen Freiwilligen in unserem Land immer wieder erlebt, die zu einer Stärkung unserer Gesellschaft beitragen. Und in den letzten 2 Jahren habe ich das Amt des Premierministers auch nicht politisch genutzt und habe mich bei fast 600 dieser Freiwilligen bedankt, die für uns wirklich eine Richtschnur sein können. Die Politik bedeutete für mich immer Dienst an der Öffentlichkeit, im öffentlichen Interesse. Das ist einfach zu sagen, aber häufig schwierig umzusetzen. Aber etwas, was einen bei der Stange hält in diesem Job, ist die Tatsache. Ja, die Politik ist natürlich voller Argumente und es kann auch hitzig hergehen. Aber wie schwierig auch immer die Entscheidungen sind, wir haben diesen britischen Sinn des Fair Plays. Und alle Menschen wünschen dem Premierminister und der neuen Premierministerin alles Gute. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit mich bedanken bei all denjenigen, die Briefe an mich gerichtet haben, die mich unterstützt haben, Leute, die ich nie treffen werde persönlich und denen ich mir auch nie persönlich, bei denen ich mich auch nie persönlich bedanken kann. Es war für mich die größte Ehre in den letzten 6 Jahren, unser Land als Premierminister zu führen, um meiner Partei in den letzten 11 Jahren zu dienen. Und jetzt möchte ich nur als letztem Wunsch sagen, dass ich wünsche, dass dieses Land, was ich so sehr liebe, auch weiterhin großen Erfolg haben wird.